nur. Ich hab keinen Bock mehr, wie ist das? Schon wieder? Hör mal. Ich geb dir gleich noch. Nicht schlecht. Scheiße. Okay, jetzt aber. Jawohl. Das ist nur selber. Ey. Ein Treffer. Ihr seht's genau. Verdammt, oder? Punkte. Ach komm, du bist doch. Du bist ein Scheißbetrüger. Halt die Fresse. Ich bin halt, ja. Ja, ich kann mir mal 200 Scheißkackpunkte. Ey, ist doch. Ich reporte dich, das. Ne. Sollen wir das echt genau vergleichen mal versuchen? Ja, Bogenschuss. Wettbewerb gedrückt. Versuchen wir einfach mal. Da kenne ich nichts. Das direkt hier. Hey Leute, was geht? Willkommen beim Wettversuch des Dorfes. Gold, wirklich tolle Punkte, ja. Euch zuerst in den, dann habt ihr 60 Sekunden so oft. Die Ziele haben verschieden. Und falls ihr näher ran wollt, vergessen. Und keinem und zuletzt. Da. Bla, bla. Halt die Fresse. Ja, okay. Puh. Ja, richtig gut. Ich bin so übermäßig pro. Ey. Junge! Was soll das? Ach komm. Ich, die sind ein bisschen zu langsam, habe ich das Gefühl. Ey, jetzt warst du im Weg. So. Oh. Oh. Geht doch nicht. Die Zeit ist um, ja, wunderschön. Und wie viel habe ich? Ich fahre nicht gut. Ich weiß nicht. Ich addiere eure Punkte. Vielleicht geht hier ist euer Preis. Und wie wär's jetzt mit einer neuen Höchst? Apfel. Übt ein bisschen für eure nächste Begegnung mit Hops und Nymphen. Willkommen. Apfel. Stellt euch. Kuh. Nein, ich wollte gar nicht. Und zuletzt. Oh. Ah, noch ein Versuch. Schon wieder, ne? Na komm. Ist doch nicht mal lustig hier. Ich kann erwähnen, dass es nicht mehr lustig ist. Ach, sagst du, ich krieg gerade keine Punkte auch ab. Ach doch. Ach. Mist. Ja, und wie. Hä? Ja, bis war jetzt. Ja, komm, mach. Waffe weg, hey. Sehen wir mal, wie viele Punkte wir haben. Wir haben einen Sieger und einen neuen Punkterekord. Schatztipp Nummer 4. Für die höchste Punktzahl winken Preise. Da habe ich nicht die höchste Punktzahl, okay, dann halt nicht. Da habe ich auch keinen Bock mehr. Ein Schatztipp, da sollte man vielleicht doch nochmal. Dunkelmann, Heldengilde, nächste Quests, hoffe ich, gibt es direkt jetzt dort. Oder ich habe keine Ahnung. Hallo. Quests für mich, für die Kleinen. Nein, nur Händlermassaker. Und das mache ich nicht, weil das böse ist. Ich mag es nicht, böse Dinge zu tun. Das ist böse. Ich bin ein guter Junge, ne? Ja, Hühnertrittwettbewerb, Grabhügel gibt's dies, nur so. Da auf dem Weg gibt's zwei Quests irgendwie zu machen.
da gibt's gar nichts, okay. Da gibt's ja auch nichts. Da unten gab's auch nochmal in Fisher's Creek. Scorms Kapelle. Haus der Familie. Achso, ja, stimmt. Ich sollte noch Bowerstone. Da gut, Haus der Familie. Okay. Egal. Erstmal Hauptquest. Ja. Ja, Gold. Mäßig. Wie schaut's aus? Kann ich das hier sehen? Nein. Doch, 18.000. Na, ich will mit dir reden. Na. Ja. Kufen. Kleidung, ne. Was ist das denn? Das ist ja Plattenbruchstück, das wäre doch. Aber ist auch wieder so Royal. Ja, ich weiß. Ja, ich bin unübertrefflich, ich weiß. Ich bin grandios, ich bin der Beste. Hey, Bro. Hallo! Ja, ihr seid bekannt genug, um einzutreten. Darauf ein Schluck Eistee. Ich dachte, ich dürfte eintreten. Jetzt macht die Tür von mir also zu. Was soll denn das? Was soll das? Lächerlich. Aha, geht ja wieder automatisch auf. Diese Technik heutzutage. Mensch. Willkommen in Lord Bowerstone, oh Held. Dies ist ein ruhiger Distrikt und es soll auch so bleiben. Bei unzivilisiertem Verhalten landet man hier schnell in unserer Arrestzelle. Wir haben jetzt einen wirrplappernden Irren dort, aber der macht es nicht mehr lange, wenn ihr versteht, was ich meine. Nun denn, Lady Grey wünscht euch zu sprechen. Ihr findet ihre Gnaden im Garten vor ihrem Anwesen. Das ist eine große Ehre, sogar für einen Helden. Also benehmt euch. Nö. Ich bin nicht so gnädig. Mit eurer Gnaden. Wow. Ich weiß. Einfach nur wow. Das ist alles, was man sagen muss. Wow. Schön euch ja. zu sehen. Ja. Gibt's hier vielleicht einen Silberschlüssel für mich? Ich bin hübsch. Ja, so wollen wir ein bisschen rennen hier. Avatar wird er genannt. Wie aufmerksam von euch. Ich weiß. Ich verschenke gerne einfach so mal Dinge. Ich bin gut. Hey, Vibe. Hallo. Ein Mann euren Ranges müsste die Bürgermeisterin besuchen. Bin auf dem Weg. Sie lebt in der Villa Bowerstone. Das große Haus. Drüben, beim Laden. Das ist... Wir sind alle in schrecklicher Gefahr. Hallo? Endlich jemand zum Reden. Ich gehe wieder. Ihr müsst mir einfach helfen. Nein. Die Bürgermeisterin lässt mich hinrichten. Das geschieht mit einem, wenn man hier zu viele Fragen stellt. Das ist... Diese Frau ist eine Dämonin. Niemand will mir glauben. Nur weil ich mich irrte und die Wächter unsere Träume doch nicht steuern, indem sie was ins Wasser mischen. Ihre Schwester war ein Engel. Sie wäre eine tolle Bürgermeisterin geworden. Lady Grey hat sie getötet. Ganz sicher. Ihr müsst mir helfen, das zu beweisen. Sonst bleibt Bowerstone in ihren Fängen. Und ich werde hingerichtet. Das geht nicht. Wollt ihr den Gefangenen helfen, den Tod von Lady Greyfresser zu untersuchen? Ja. Ja, endlich. Wir werden diese irre Hexe erledigen. Töten. Ihre tote Schwester muss euch nur erzählen, was wirklich geschah. Töten. Was? Seht mich geht nicht doch. So an. Es gibt wirklich Geister. Ja. Ihr habt sie gesehen und ich auch. Wir alle haben sie gesehen. Habe ich schon, aber... Rodri war der Liebste von Lady Greys Schwester Amanda. Netter Kerl. Oft auf dem Grabhügelfeld anzutreffen. Falls jemand weiß, wie sie sich wieder erinnern kann, dann er. Okay. Ich bin dann mal weg, ne? Ich bin nicht verrückt. Die Nein. Muss frei. Nein, verrückt. Wer ist denn verrückt? Alles jemand ist verrückt. So ganz normal. Was zu denken. Ja, ich... Hört mich zwar nicht mehr, aber ich bin auch nicht verrückt, nein. Bowerstone Gefängnis. Da will ich rein. Da will ich doch mal was machen, hör mal. Was gibt's denn hier so? Kann man hier irgendwas kaufen? Kann man hier irgendwas essen, vor allem? Ich hab Hunger. Hallo? Hallo?
Nein? Okay, dann nicht. Immer so unfreundlich hier. So. Was haben wir hier? Was zu essen? Oh, nee. Durchdringen Verstärkung. Das braucht man ja unbedingt, ne? Hm. Sicher. Was haben wir hier? Noch eine Kiste. Ich werde reich. Jetzt aber was zu essen, komm. Hä? Hä? Oh, Ebenholz. Ich hab was Besseres. Brauche ich sowas nicht. Windmühlenhügel. Ich brauche hier eigentlich noch gar nicht so lange. Warum laufe ich überhaupt? Ich brauche hier noch gar nicht zu lang. Ja. Ich brauche hier noch gar nicht lang zu gehen. Warum laufe ich hier lang? Das wollte ich gesagt haben. Jetzt habe ich es auch gesagt. Jetzt bin ich glücklich. Jetzt kann ich in Ruhe sterben. Tschüss. Nein. Nordpaw ist noch wieder zurück. Ja, das wollte ich. Denn wir wollten ja mit Lady Grey reden. Ja. Lady Grey. Das war eigentlich der Plan gewesen. Das war der Plan. Hey. Hallo. Was hast du denn zu verkaufen? Kleidung sogar. Ah ja, nur so tolle Kleidung, wa? Wächterhemd, so. Willenskraft, Dingens. Das wäre was. Vielleicht. Vielleicht. Hat natürlich niedrigen Rüstungswert, aber dafür, ne? Hm. Ja. Halt, ne? Ist gut und so. Aber ne. Bro, lass mich. Ja, ich bin, ja, ich war gut. Ich will ein bisschen Spaß haben. Ihr seid es also, von dem alle Welt redet. Ich muss sagen, ihr habt mich neugierig gemacht. Tu ich? Gehen wir im Hof spazieren? Nö. Ich würde mich so gern mit euch unterhalten. Nein. Ich hab... Nein. Ach, verdammt. Es ist wunderschön hier, oder? Ja. Manchmal allerdings scheint es mir der einsamste Ort auf der Welt zu sein. Ich bin noch unverheiratet. Ich traf bisher keinen Mann, der meiner würdig gewesen wäre. Ich habe immer gewusst, dass jemand, der die Arena erobern würde, auch mich erobern könnte. Bringt mir ein Geschenk aus der Stadt mit, ja? Ihr findet bestimmt etwas, das einer Dame gefällt. Weil sie ist ein Ring, oder was? Bist du darauf aus, dass ich nicht heirate, oder was? Kriegst du vielleicht ein Lasche-Vibe? Kannst du nicht denken? Geht's dir eigentlich gut? Was ist das denn für eine? Soll man die töten? Ja, fühlst du dich schön, oder was? Ja, kann ich auch. Guck mal, am Kopf kratzen. Hey. Nee. Wo ist mein Geschenk? Ich dachte, ihr wolltet mir ein angemessenes Geschenk besorgen. Nasen-OP, das wäre was. Hör mal. Gibt's doch nicht. Ich werde deine tote Schwester heiraten. Ich werde sie ausbuddeln und... Leben haben. Was mit dem? Was mit dir? Was mit dir? Dann halt nicht. Tschüss. Okay. Was denn hier als nächstes, hä? Was geht? Zu kassierende Miete haben wir ein bisschen. Nee, lohnt sich jetzt nicht, da vorbeizulaufen. Hey Kind, aus dem Weg. Hey Typ, aus dem Weg. Hier rein. Njauts. Grabhügelfelder, da müssen wir erstmal hin, so. Njauts wieder. Wir haben noch viel vor uns, habe ich das Gefühl.